Okay, ich freue mich auf das heutige Thema. Ich freue mich wirklich auf das. Es ist ein bisschen, wie soll ich dem sagen? Es ist sehr ein interessantes Thema und gleich gibt es vielleicht auch einiges an Fragen, wenn es um das Thema geht. Weil heute geht es ums Thema, wie will denn der Heilige Geist wirken? Und letzte Woche haben wir ja Pfingsten gefeiert und ab Pfingsten geht es darum, dass der Heilige Geist gekommen ist und in dem Sinn anfängt, in uns hineinzuleben. Und jeder von uns, der Christ ist oder gläubig ist, oder vielleicht du, der im Livestream zuschaust, vielleicht bist du schon gläubig, vielleicht bist du so ein bisschen am herausfinden, was hat es mit dem Jesus auf sich? Was am Pfingsten passiert ist, ist, der Heilige Geist kommt in dein Leben und fängt an, in dir hinein zu wohnen. Und ab dem Zeitpunkt fängt er auch an zu wirken. Das ist wie wenn jemand in dein Haus einlatscht oder jemand fängt an bei dir zu wohnen, dann merkst du, da wirkt auf einmal ein neues Wesen auch noch mit in dem Haushalt. Und so können wir uns das vielleicht etwa vorstellen. Der Heilige Geist ist jetzt, wohnt in mir. Ist noch schwierig, um sich das vorstellen, aber das ist Tatsache. Oder? Und ab dem Zeitpunkt, wo er wohnt, wirkt er. Und dann kommt doch die Frage auf, ja, wie wirkt denn er, wenn er jetzt in mir drin wohnt? Und ihr denkt, ich mache zwei Teile heute Morgen. Der erste Teil ist so ein bisschen Theorie. Das heisst, wie Schule. Und ich gehe sehr gerne in die Schule. Und ihr wahrscheinlich alle auch. Darum schauen wir am Anfang einfach kurz an, wie wirkt denn der Heilige Geist? Was sagt denn die Bibel zu dem Thema? Und ich habe euch das auf den Predigtzettel draufgeschrieben, alle Bibelstellen, die wir anschauen. Und die möchte ich wirklich einfach kurz durchlesen. Und wir nehmen es einfach so, wie es steht. Und nachher im zweiten Teil möchte ich einfach ein bisschen mein Herz reden lassen. Und was ich mit dem meine, ist, das, was wir hier lesen in diesen Bibelstellen, ich möchte darüber reden, wie ich das ganz persönlich erlebe. Und dann schauen wir, wie viel Zeit wir noch haben. Cool, sind ihr mit mir? Schön. Die erste Stelle, wo es um Geistesgaben geht, die finden wir im Römerbrief, Kapitel 12. Und dort lese ich euch zwei Verse vor. Und die Übersetzung ist aus ein neues Leben, bevor er noch gefragt worden nach dem ersten Gottesdienst. Finde ich sehr schöne Übersetzung, weil es so lebensnah übersetzt ist. Dort innen heißt es Folgendes: Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten? Dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Und dann geht es noch weiter in 7. Kapitel. Im Vers 13 wird zum Beispiel Gastfreundschaft beschrieben als eine Gabe. Im Vers 20 wird Findes, Liebe beschrieben. Eigentlich ganz etwas Starkes, wenn, ich meine, das bist du als Mensch nicht fähig, um deine Feinde zu lieben. Und da wird es als Gabe beschrieben. Also auch so eine Begabung. Und dann gibt es eine zweite Auflistung im Neuen Testament, wo es auch um die Begabungen geht. Die ist im 1. Korinther Brief, Vers 12. Und auch da habe ich euch die Vers aufgeschrieben oder ich sehe sie vorne. Dort innen steht: Jedem von uns, jeder von uns, wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während
er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Mega cool eigentlich, ne? Jeder Einzelne kriegt eine Begabung. Und dann gibt es nochmal eine Liste, die ist im Galaterbrief, Kapitel 5, und dort geht es nicht um Begabungen, sondern um Frucht. Und mit Frucht, was ist ein anderes Wort für Frucht? Irgendwo, ich sage jetzt einmal, ein Bewirken, das Gott dir möchte schenken. Charaktereigenschaften, die Gott dir möchte schenken. Galater 5, Vers 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Jetzt kommt's. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Amen, oder? Jetzt, ich finde die Liste grossartig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Vielleicht hast du das schon oft gehört. Und vielleicht ist es für dich einfach auch ein grosses Fragezeichen, wenn du das liest, weil man redet ja jetzt nicht ganz so viel über das Ganze. Oder redet jemand von euch viel über das? Jetzt mal im Ernst, oder? Man redet ja nicht jetzt wahnsinnig viel darüber, bist jetzt du prophetisch begabt? Und bist du jemand, der Begabung hat, um Kranke zu heilen? Ich glaube, das ist eher so ein bisschen, was fangen wir mit diesen Bibelstellen an? Und für heute Morgen, mein grosser und einziger Wunsch ist, um das wie ein Kind anzuschauen. Also was steht da? Jemand kann guten Rat erteilen. Jemand hat einen besonders grossen Glauben. Jemand kriegt besondere Erkenntnisse über. Jemand hat Gabe zum Kranke heilen. Boah, krass. Jemand kann Wunder tun. Jemand kann prophetisch reden. Gewaltig, was da steht. So simpel und einfach, wenn man es wie ein Kind lesen kann. So kompliziert, wenn man es als erwachsener Mensch liest. So kompliziert. So, okay. Prophetie, ja. Die haben diese Meinung. Die sagen, das war nur früher. Und ich überlasse euch, wenn ihr anfangt, von der Auslegung her, ich gebe einfach meine Sichtweise heute Morgen weiter. Und ich glaube, wie ein Kind annehmen. Wie ein Kind in dem Laufen, wo Gott dir möchte geben. Und es ist natürlich schon so, das möchte ich einfach kurz noch erwähnen, es ist auch Falsches gemacht worden mit diesen Kapiteln in der Vergangenheit. Es sind sehr extreme Szenen dann auch gegeben aus dem raus. Nur wäre es doch verrückt schade, wenn es das alles stimmt. Wenn es das alles stimmt und alle davon würden profitieren, ist es doch eigentlich verrückt schade, dass wir ja, weiterblättern. Weil niemand weiß genau, was fangen wir jetzt mit dem an. Und ich habe gemerkt, das ist doch so eine schöne Liste. So eine schöne Auflistung von diesen Geistesgaben. Stellt euch vor, Leute, die gesund werden. Leute, die ermutigt werden mit einem prophetischen Gedanken. Das ist nichts anderes als, hey, ich gebe dir richtig. Ich gebe dir Gottes Gedanken über dein Leben weiter. Ich möchte dich aufblühen sehen. Ich möchte sehen, wie du weiterkommst in deinem Leben. Das ist doch so etwas verrückt Schönes. Gastfreundschaft, wenn das gelebt wird und bedingungslos gelebt wird, das ist doch gewaltig. Die Früchte vom Geist, die Freude, Friede und alles, was mit sich bringt, das ist doch gewaltig, wenn wir das sehen in unserer Gemeinde. Also ich finde mal. Okay, fix höre ich da, super. Das ist der Theorieteil. Jetzt, ich möchte euch einfach erzählen, 2, 3 Beispiele geben, wie ich das erlebt habe bis hierher. Zum Beispiel, wenn wir die Begabung nehmen von der Prophetie. Das ist ja so ein heisses Eisenmerk bei den Christen zum Teil. Sicher auch bei Leuten, die nicht gläubig sind, weil sie haben noch nie von dem gehört. Aber Prophetie habe ich persönlich in meinem Leben erlebt. Als ich 18 war,
bin ich in einer Kirche, wo ich ein Praktikum gemacht habe. Und dort hatte es einen Pastor, der sehr, auf diesen, die Gaben sind ihm wichtig gewesen. Und ich habe mich das erste Mal mit dem auseinandergesetzt und habe gedacht, sind das schräge Leute? Ganz ehrlich, sind das schräge Leute? Da so übernatürliche Sachen und so weiter. Und dann hat er mich angeschaut und hat mich noch nie gesehen vorher. Er hat keine Ahnung, wer der Robin war. Schau mich an und sagt, du wirst zu vielen Leuten schwätzen, du wirst zu vielen Leuten predigen und ihnen von Jesus erzählen. Ich habe gedacht, der hat den Ecken ab. Ich habe nicht Pastor werden, ich habe keine Bibelschule machen, ich habe nichts von dem machen. Und ich habe gedacht, ja, ja. Und dann sagt er, hängt er noch dazu hinein und sagt, du glaubst mir das jetzt nicht, aber wenn es so weit ist, wirst du an mich zurückdenken und merken, dass es so ist, was ich dir jetzt sage. Und heute stehe ich da. Hätte es nie gedacht. Und das ist Prophetie. Prophetie ist etwas, wenn ich einen prophetischen Gedanken über jemandem habe, dann ist das ein Gedanke von Gott, den ich jemandem weitergeben darf und er klebt an dir. Er klebt an dir und er lässt dich nicht mehr los. Und es ist Auferbauung, es ist Ermutigung. Es gibt dir eine positive oder irgendwo, es gibt dir eine Zukunftsperspektive, die zu deinem Kern redet, zu deinem innersten Wesen. Das ist Prophetie. Und es ist wahnsinnig kraftvoll. Es gibt dir eine neue Ausrichtung. Wenn du entmutigt bist, macht es zack und weiter geht's. Das ist Prophetie. Es löst eine Leidenschaft in dir aus. Hast du schon mal eine Prophetie erlebt in deinem Leben? Wie jemand an dich geglaubt hat und Gottes Gedanken dir hat weitergeben können? Vielleicht bist du eine Prophetin oder ein Prophet. Oder wo die Begabung hat, zum prophetisch reden. Und schön an dem Ganzen ist, die Bibel sagt, das Gute behalte. Wenn irgendetwas gesagt wird, wo menschlich war und nicht von Gott, dann behalte das Gute. Und wenn eine Prophetie, wie bei mir, ausgesprochen wird, im Sinne von, du wirst Pastor, und ich sage, nein, werde ich sicher nicht, dann nehme ich die Prophetie und tue es wie in ein Bücherregal hineinstellen. So, das lese ich nicht, und jetzt lebe ich mal weiter. Und auf einmal merkst du, okay, vielleicht muss ich es gleich rausnehmen. Das ist die Kraft der Prophetie. Vielleicht hast du die Begabung, jemals über das nachdenkt. Wenn ja, stell dir vor, was du was für einen Unterschied kannst machen im Leben von deinen Leuten. Im Römer heisst es heute, hast du zum Beispiel die Gabe der Prophetie, dann wende sie an. Wie ein Kind. Wende es einfach an. Tu es. Mach's. Oder zum Beispiel Begabung vom Lehrer. Ich hatte einen Lehrer in meinem Studium, der war so begabt, dass die Schüler, das ist kein Witz, wir sind eine Stunde, zwei vorher vor der verschlossenen Tür gehockt, bis er gekommen ist und aufgemacht hat, weil alle ihm zu vorderst hocken. Das ist kein Witz, das habe ich noch nie sonst irgendwo gesehen. Aber man wollte mehr wissen. Und der hat irgendwie es geschafft, um die Sehnsucht zu wecken, um mehr von Gott zu wollen. Er ist hatte ich Predigtunterricht gehabt zum Beispiel. Und das war so inspirierend. Und der hat irgendwie so Wahrheiten genommen, jetzt können es heute übertragen und alle wollten hören, wie. Vielleicht hat Gott dir die Begabung gegeben, um ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin zu sein. Dann mach deinen Job gut. So heisst es im Römer. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin. Oder ein anderes Beispiel, Gastfreundschaft. Als ich in Brasilien war, vor ein paar Jahren, wir waren nur am Reisen und dann nachher hatte es eine Familie oder ein Ehepaar, so muss ich sagen, die waren um die 60 und wir haben sie in der Kirche kennengelernt, ich habe sie noch nie vorher gesehen. Sie haben keine Ahnung, wer wir sind und sie sagen, ihr kommt heute zu uns. Sie haben gesagt, wir gehen aus unserer Wohnung raus, damit ihr könnt, solange ihr in der Stadt seid, in unserer Wohnung wohnen und wir gehen zu unseren Eltern wohnen. Von denen die Eltern waren 80 plus. Und die haben die ganze Wohnung geräumt. Und wir haben gesagt, das können wir nicht machen. Wir machen das ja nicht. Sicher nicht. Wir kommen irgendwo unter. Die sagen, nein. Ihr seid unsere Gäste. Unsere Wohnung gehört euch. Hey, das ist schon mal ein Vertrauensbeweis. Wir hätten die Wohnung können, wenn wir nicht irgendwie Christen gewesen wären oder so, wir hätten die Wohnung können ausräumen. Also jetzt mal im Ernst. Begabung von der Gastfreundschaft. Ich glaube, gewisse von euch haben die Begabung ganz besonders, um Gastfreundschaft zu leben. Das ist so eine Begabung, die so vielen Leuten dient.
Wie gewaltig, wenn du die Gabe hast. Ich glaube übrigens, wir alle können gastfreundlich sein. Es gibt wahrscheinlich einfach gewisse, die es noch viel mehr drauf haben. Okay, und jetzt nochmal eine andere Begabung, zum Beispiel die Begabung von der besonderen Erkenntnis. Oder es gibt auch irgendwo, eben, du weißt, man könnte mal sagen, du weißt irgendwie etwas über eine Person, wo du eigentlich nicht wissen kannst. Habe ich schon ein paar Mal erlebt. Oder du hast einfach einen Moment, wo du merkst, jetzt gibt dir Gott wie, er sagt dir wie kurz, jetzt musst du anhalten. Jetzt musst du präsent sein. Und ich habe das vor ein paar Wochen erlebt, als ich hier zu Buchs unterwegs war. Bin in einen alten Freund hineingelaufen, seit 7, 8 Jahren nicht mehr gesehen habe ich den wahrscheinlich. Und wir kennen uns von der Berufsschule, wenn wir einen Schwätz tun und so, ich das Gefühl gehabt, der Heilige Geist sagt mir, halt einfach kurz an. Du musst nichts Grosses sagen, aber du einfach einen Schwätz mit dieser Person. Dann habe das gemacht und nachher schreibt mir die Person am nächsten Tag oder schickt mir eine Sprachnachricht, wo er sagt, hey Robin, jetzt, ich habe gestern nachher noch den Jesus-Film geschaut, da, The Chosen. Übrigens super Filmserie, kann ich allen empfehlen. Er hat das geschaut und er war so berührt von dem Jesus in dem Film, dass er brüllen musste. Und er sei jemand, der überhaupt nicht nahe am Wasser baut, aber er hat ihn einfach so berührt und dann sehen wir Tränen kommen. Und er hat gemerkt, okay, ja, was machst du mit der Träne? Wischst du sie weg? Und er hat die Hand genommen, wollte seine Tränen abwischen und merkt, jetzt ist schon eine andere Hand auf meinem Gesicht und wischt mir die Tränen weg. Und er hat gewusst, das ist Jesus. Er hat gewusst, das ist nicht meine Hand, das muss Jesus sein. Und dann sagt er mir so, Robin, spinne ich? Kannst du mir das irgendwie erklären? Ich muss wissen, das ist nicht jemand, der in einer Kirche ausgeht. Das ist nicht ein FWGler oder irgendwo sonst jemand, der sich als regelmäßiger Kirchengänger bezeichnen würde. Das ist eine Person, die irgendwo glaubt, aber Jesus noch nicht so persönlich kennt hat. Und lustig an dieser Geschichte ist, er sagt, ja, das ist wirklich ein Wunder. Und dann sagt er zu mir, hast du auch schon so ein Wunder erlebt? Und dann gesagt, ja, nein. So, jetzt noch nicht. Dann sagt er, ah, du wirst das schon auch noch irgendwann erleben. Und ich denke, ja, super, Mann, Jesus, manchmal, wie du schaffst. Weißt du, jahrelang wünsche ich mir so Sachen zu sehen. Dann kommt einer, so, ah, du wirst das schon auch noch. Okay, ja, easy. Besondere Erkenntnis, wenn der Heilige Geist dir wie sagt, halt kurz an, das ist jetzt ein wichtiger Moment. Ich musste nicht mal etwas sagen, aber wahrscheinlich hat es bei ihm ausgelöst und er heimgelaufen ist. Ah, der Robin, stimmt, der ist ja jetzt Pastor, der glaubt ja all das. Jetzt schaue ich auch mal ein bisschen wieder im Internet, was da so läuft. Ah, da hat es einen Jesus-Film, so stelle ich mir das vor. Ob es so war, weiß ich nie, aber das hätten wir ja nachher nicht eine Sprachnachricht gemacht. So wirken die Gaben, die Gott uns geben will. Ganz praktisch. Vielleicht gibt Gott dir besondere Erkenntnis für dein Umfeld, wo du wie merkst, da muss ich jetzt kurz hinschauen. Gott kann sein, dass du gerade etwas machen willst. Simpel, wie ein Kind. Wie ein Kind sagen, Jesus, gibt es irgendetwas, wo du mir da gerade sagen willst? Ich könnte noch mehr Geschichten erzählen, aber ich bin mir sicher, ihr habt eben selber Geschichten. Darum schreiben eure eigenen Geschichten und lasst es mich wissen, nicht mich wundern. Es gibt, also wenn ihr so Sachen dann erlebst, wie Gott die brauchen will. Wenn ich das erlebe, löst sie mir selber die grösste Freude aus. Weil ich merke, jetzt konnte ich helfen. Jetzt konnte ich irgendwo einen Unterschied machen. Und das ist ja das Schöne an diesen Begabungen ist, du profitierst selber, wenn sie anwendest, weil du merkst, jetzt bin ich endlich sinnvoll unterwegs. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe einen Sinn. Ich kann dienen, ich kann helfen, ich kann etwas bewirken. Also wenn der Heilige Geist in mir wirkt und mich schon verändert, dann kann ich jetzt helfen, dass andere das Gleiche erleben. Und es gibt die eine Geschichte von Jesus, die ist im Johannes Kapitel 5. Ich erzähle euch die ganz kurz. Da ist Jesus unterwegs und er kommt an einen Teich, wo ein Mann liegt, der seit 38 Jahren krank ist. Und der Teich war ein spezieller Teich, wenn ihr die Geschichte nachlesen seht. Da war wie ein Zauber auf dem Teich und ab und zu hat sich das Wasser bewegt. Und alle Kranken waren um den Teich herum und sobald sich das Wasser bewegt, haben alle in den Teich hineingumpen wollen, weil der Erste oder die Erste, die in dem Teich war, ist gesund geworden.
Und der Mann seit 38 Jahren probiert er in den Teich hineingumpen und schafft es einfach nicht, weil er ist gelähmt, er ist zu langsam. Und dann kommt Jesus und dann heißt es folgendes: Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete: Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Ein Wunder, Krankenheilung. Ein Leiden, das gelindert wird. Unglaublich. Wenn ich mir das vorstelle. Und jetzt lesen wir da, wie Gott auch uns die Gabe zutraut. Er traut es gewissen Leuten von uns zu. Du hast das Privileg vielleicht, um für Leute zu beten und Gesundheit passiert. Und ich glaube, das ist grundsätzlich Gottes Idee hinter allen Gaben. Sie dienen uns, damit wir gesünder werden. Egal ob mental, egal ob körperlich. Vielleicht bist du da und du denkst dir, ich habe ungesunde Gedanken. Sie sind durchdringt von neidischen Gedanken, Minderwert, Stolz oder einfach unsauber. Vielleicht wünschst du dir ein gesünderes Selbstbild, eine gesündere Identität, die du in dir siehst. Vielleicht schaust du in den Spiegel und du denkst dir, ich kann nicht wirklich in den Spiegel schauen und sagen, ich bin zufrieden. Und du willst gesund werden in dem. Oder vielleicht bist du wie der Mann am Teich und du leidest seit Jahren körperlich an etwas. Und Gott stellt dir die Frage, Jesus stellt dir vielleicht heute die Frage, willst du gesund werden? Und schaut, ich weiss, dass das ein Prozess ist. Ich rede aus Erfahrung. Und das finde ich schön irgendwo, weil wenn ich nicht eigene Erfahrungen machen würde, wo ich nicht gesund wäre, würde ich wahrscheinlich da stehen und einfach sagen, so steht es und jetzt sind alle gesund. Aber Gott traut uns einen gewissen Prozess zu, zum gesund werden, das glaube ich ganz fest, und manchmal braucht es länger. Jesus hat mit jedem von uns eine Geschichte, aber er stellt uns allen die Frage, willst du gesund werden? Und du kannst sagen, ja. Dann tut er es vielleicht sofort oder vielleicht ist es ein Prozess. Und die Gaben, stellen euch vor, wenn wir die Gaben haben und wir können einander Gesundheit mit Gesundheit beschenken, wenn du kannst dienen jemandem, der in Not ist, wenn du die bist, die Türen öffnen kann, wenn Leute Besuch brauchen, wenn die Leute irgendwo einen Ort brauchen, wo sie übernachten können, wenn du kannst eine gesunde Lehre jemandem weitergeben, dass die Person merkt, hey, das, was ich bis dahin gelernt habe, das war eine Lüge. Das sind so Begabungen. Oder eben, vielleicht bist du jemand, der sagt, ich möchte in die Zukunft von dieser Person eine Ermutigung sprechen, weil ich glaube, Gott hat mir Erkenntnis gegeben für diese Person. Das ist das Wunderschöne an diesen Begabungen, dass wir am Schluss des Tages einander helfen können, um gesünder zu werden. Zum Schluss, die Band kann vorkommen. Der Paulus sagt, am Schluss oder in diesen drei Kapiteln im Korintherbrief, Kapitel 12, 13 und 14, macht er eine Aussage und in dieser Aussage sagt er, es gibt etwas, das alle Gaben übertrifft. Du kannst noch so prophetisch reden, du kannst noch so in anderen Sprachen reden, du kannst noch so viele Leute in dem Sinn von der Krankheit heilen. Du kannst noch so viel irgendwie besondere Erkenntnisse haben. Wenn ich die Liebe nicht habe, ist alles für nichts. Er sagt im 1. Korinther 14, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Die Liebe soll unser höchstes Ziel sein. Und Ein Gedanke, den ich euch mitgeben möchte zum Schluss, oder eine Frage. Könnte es sein, dass wir mehr Wunder sehen würden, wenn wir Jesus bitten würden, um mehr zu lieben? Wenn das unser Fundament wird, bevor wir uns die Frage stellen, welche Gabe habe ich und wie mache ich jetzt das? Jesus hilft mir, um mehr zu lieben, und das ist das Fundament. Und auf dem Fundament fange ich an, im Geist hinein
oder den Geist zu bitten, dass ich auch wieder meinen Mitmenschen diene. Amen.